Spiel macht Spaß. Es ist ein schöner Spätsommertag in Pontypandy. Es sind mal wieder Ferien und Norman hat natürlich wieder Langeweile. Boah, wieder so langweilig heute und so warm. Eine kleine Bootsfahrt auf dem Fluss, ja, das wäre cool. Bestimmt schön erfrischend. Bloß wie, ohne ein Boot. Nanu, was ist denn das? Eine Art Holzkiste? Scheint stabil zu sein. Mal umdrehen das Teil. Hey, cool. Sieht ja fast aus wie ein Boot. Hey, das passt. Kapitän Norman, Leine los. Mit viel Mühe zieht Norman die Kiste den Hügel hinauf in Richtung Fluss. Boah, ist das Teil schwer. Aber nur noch ein kleines Stück, dann habe ich's geschafft. Vorsichtig lässt Norman die Kiste ins kalte Wasser hinab. Ganz schön rutschig hier. Oh, ich rutsche! Norman rutscht vom Abhang direkt in sein provisorisches Boot. Die Kiste treibt mit Norman den Fluss hinab. Oh nein, ist das schnell! Ich kann das Boot überhaupt nicht steuern! Oh nein, Hilfe! Hilfe! Charlie Jones ist gerade auf dem Weg nach Hause, als er das laute Rufen von Norman hört. Hilfe! Was ist das? Das ist doch Norman Price da unten auf dem Fluss. Ich denke, er braucht Hilfe. Ich muss sofort Feuerwehrmann Sam rufen. Gut, dass ich mein Handy dabei habe. Mit großer Geschwindigkeit treibt Norman direkt auf den großen Wasserfall zu. Hilfe! Hilfe! Hallo, hier ist Sean. Wir brauchen dringend Hilfe am Fluss. Eine Person treibt auf den großen Wasserfall zu. Sam, Grünklinken, es gibt einen Notfall beim großen Wasserfall. Sofort ausrücken. Wenige Augenblicke später treffen Sam und Elvis am Fluss ein. Norman treibt weiter gefährlich auf den großen Wasserfall zu. Hilfe! Hilfe! Elvis, wir brauchen sofort die Rettungsschlaufe. In Ordnung, Sam. Aber zunächst sollte ich die Schwimmweste anlegen. Sicherheit geht vor. So, jetzt kann's losgehen. Wir müssen versuchen, Norman irgendwie mit der Rettungsschlaufe zu erreichen. Okay, ich gehe ganz dicht an den Abhang ran. Hier, Norman, greif nach der Schlaufe. Nein, so wird das nichts. Wir kommen nicht nah genug heran. Wir brauchen Hilfe aus der Luft. Wir sollten Tom Thomas rufen. Gute Idee, Elvis. Ich hole nur schnell das Handy aus dem Auto. Tom, hier ist Sam. Wir brauchen dringend deine Hilfe aus der Luft. Eine Person treibt auf den großen Wasserfall zu. Hi Sam, kein Problem. Ich bin in wenigen Minuten bei euch. Tom Thomas lässt die Triebwerke von Wallaby an.
und hebt ab. Wenige Augenblicke später erreicht Tom den Einsatzort. Ah, da unten. Ich sehe Norman. Vorsichtig fliegt Tom Thomas Wallaby an Norman heran. Okay, Norman. Versuche, die Schlaufe zu greifen. Okay, ich hab sie fast. Noch ein kleines Stück dichter. Geschafft. Norman hat die Rettungsschlaufe sicher angelegt. Vorsichtig fliegt Tom Thomas mit Wallaby in Richtung Wiese. Wenige Minuten später hat Norman wieder festen und trockenen Boden unter seinen Füßen. Boah, war das knapp. In der Tat, Norman. Das war sehr leichtsinnig von dir. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Keine Sorge, sowas kann passieren. Manchen leider etwas öfter als anderen. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Norman ist gerade in der Schule von Ponty Pandy. Heute soll es eine große Überraschung für die Schulkinder geben, denn der Weihnachtsmann kommt. Guten Morgen, Kinder. Heute habe ich eine kleine Überraschung für euch, denn wir bekommen Besuch. Hoffentlich kommt er trotz des Neuschnees zu uns. Über Nacht sind fast 50 cm Neuschnee gefallen, sehr passend zu Weihnachten. Habt ihr eine Idee, wer heute zu uns kommen könnte? Vielleicht der Nikolaus? Oder vielleicht sogar der Weihnachtsmann, Frau Müller? Richtig, Norman. Heute bekommen wir Besuch vom Weihnachtsmann. Schön, dass wir bereits alles weihnachtlich geschmückt haben. Da wird sich der Weihnachtsmann bestimmt freuen. Oh ja, der Weihnachtsmann kommt! Kinder, ich glaube, ich höre schon was. Das ist bestimmt der Weihnachtsmann. Aber das hört sich ja nach einem Motor an. Seit wann kommt der Weihnachtsmann denn mit dem Auto? Wenige Augenblicke später erreicht der Weihnachtsmann, oder besser gesagt unser Weihnachts-Sam, die Schule. So, da wäre ich. Mal gucken, wie die Schüler gucken werden, wenn der Weihnachtsmann in die Schule kommt. Nur noch schnell meinen Rucksack mit den Geschenken und rein in die warme Stube. Wenige Augenblicke später klopft unser Weihnachts-Sam an die Schultür. Hohoho, lasst mich rein. Der sieht aber dünn aus. Dachte, der Weihnachtsmann hat einen richtigen Bauch. Hohoho, liebe Kinder. Wart ihr auch immer schön brav? Hallo Weihnachtsmann. Irgendwo erkenne ich dich aber. Naja, ich bin ja auch der Weihnachtsmann. So, liebe Kinder, ich habe eine weite Reise hinter mir. Was habt ihr denn heute schon alles gelernt? Weihnachtsmann, kann es sein, dass du Feuerwehrmann Sam bist? Feuerwehrmann Sam? Okay, ich glaube, ihr habt mich erkannt. Guck mal, da draußen! Nanu, noch ein Weihnachtsmann? Dieses Mal aber mit Schlitten und Rentier. Scheinbar kommt hier der echte Weihnachtsmann vorbei. Ho, 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 Merry Christmas! So, mein Lieber, ich bin gleich wieder da. Warte hier schön auf mich. Ho, 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 lasst mich ein, ihr lieben Kinder. Hallo, Herr Ruprecht, ist das eine Überraschung? Jetzt haben wir ja schon zwei Weihnachtsmänner. Hallo, Frau Müller. Und hallo, liebe Kinder. Und auch ein Hallo an dich, Sam. Hallo, mein lieber Norman. Ich hoffe, du warst doch immer brav. Naja, also, ich meine, ja, fast. Ich hab da so einiges gehört. Aber gut, ich denke, du hast es nicht böse gemeint, oder, mein Lieber? Ich habe sogar ein Geschenk für dich dabei. Ich hörte, dein neues Walkie-Talkie bei einer dummen Aktion am Leuchtturm. Kaputt gegangen. Hier habe ich ein nagelneues für dich.
Hey, cool! Ein nagelneues Walkie-Talkie! Hey, danke! Auch für euch, liebe Kinder, habe ich natürlich Geschenke dabei. So, meine Lieben, nun muss ich aber weiter. Es warten noch andere Kinder auf mich. Bis nächstes Jahr, meine Lieben. Und dass mir keine Klagen zu Ohren kommen, mein lieber Norman. So, mein Lieber, auf geht's. Merry Christmas! Und wieder geht ein spannendes Abenteuer in Pontypandy zu Ende. Falls ihr weitere Videos mit Feuerwehrmann Sam und seinen Freunden erleben möchtet, schaut doch gerne mal bei unseren anderen Videos vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da. Denn unter allen Abonnenten werden wir ab sofort mehrmals im Monat tolle Preise verlosen.